Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter 3 Ultimate. Wir befinden uns hier in der nächsten Online-Session, wie ich mir das schon gedacht habe und wie ich das auch schon angekündigt habe. Heute, morgen und übermorgen. Ja, für die, die das wahrscheinlich hier sehen, wahrscheinlich schon längst zu spät. Aber auch egal. Ja, wir haben hier gerade den Blaze dabei, der sich hier gerade schön relaxed vor uns hinsetzt und sich denkt, ach, Nibblesnarf, ja, das wird ja ein Kinderspiel. Ja, für den Guten wird es wahrscheinlich das auch sein, denn der hat, wenn man denn mal hier auf seine Werte gucken kann, so, denn der Gute hat hier die Helios-Z-Rüstung vom Goldbart Zedeus und hat hier beste Ohrenstöpsel, ne, man kann ja selber lesen, was das bringt. Schärfe plus 1, Wasserangriff und Stumpf. Ne, könnt ihr alle selber lesen, brauche ich jetzt ja nicht vorlesen. Und er hat was geschrieben. Ja, dann warten wir noch auf andere. Ich habe hier so meine kleinen Kürzel, aber das wird wohl nichts bringen. Ich muss wohl schreiben und ich habe gerade keine Tastatur zur Hand. Okay. So habe ich mal so ganz chillig zum Pad rüber gelehnt. Zum Gamepad und habe einfach mal okay geschrieben. Yay, was eine tolle Online-Session, wenn so viele Leute kommen. Ich glaube, ich sollte aufhören, hier so rumzurennen, weil ich glaube, das überlastet ihn ein wenig. Das macht das Bild auch nicht stabiler. Ja, ist ein bisschen doof, ne? Dass das Aufnahmegerät hier, was das Bild aufnimmt, nimmt auf. Das Audioprogramm nimmt auf und natürlich noch hier, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen, das Streaming-Programm nimmt auf. Scheint ja etwas sehr übertrieben zu sein, aber mich wundert es allgemein, dass das Bild nicht eine Diashow ist. So, Relay haben wir jetzt auch dabei. Hallo, Relay. Der hat die Rathalos Herzrüstung. Oder nee, Rathian, ne? Ach doch, das ist die rosane Rathian, nur in männlich. Die habe ich noch nie gesehen in männlich, cool. Also gewagt, ne, so pink zu tragen. Als männlicher Charakter, aber pink ist ja zurzeit in. Ich muss sagen, ich würde es niemals tragen. Pink wäre mir zu pink. Tja, was für eine Aussage. Seht ihr das immer, wenn ich hier so rumlaufe? Hier so streckenweise. Dann ruckelt das Bild. Hui. Okay, zu viele Bewegungen kriegt er nicht hin. Ich werde mal gucken, dass ich das eventuell beim nächsten Mal noch ein bisschen stabiler hinkrieg. Ne, wir können gehen. Ich schreibe mal, dass wir jetzt gehen. So. Dann begeben wir uns mal hier auf die Quest. Und schauen mal, wie erfolgreich das Ganze hier denn sein wird, ob es überhaupt erfolgreich wird. Und schon der erste, der erste Fauxpas wahrscheinlich, ja, das war so klar. Ich brauche ja keine Kaltgetränke, wozu auch? Das, die Hitze der Wüste macht mir ja nichts aus. So, ich habe Wettsteine eigentlich genug dabei. Ich kann mir hier nochmal, ja, und klaue mir mal hier die Farbbälle. So nett bin ich nochmal. Alter, ruckelt das. Das ist ja echt. Das kann man sich ja gar nicht angucken. Mann, Mann, Mann. Ja, ist halt problematisch, wenn man alles auf einem Rechner macht. Ich werde das, glaube ich, auch mal in Zukunft vielleicht sogar trennen, dass ich mal so Monster Hunter-Aufnahmen mache. Also so Streams mit einem anderen Charakter und die Online-Sessions, wie immer.
dann extern. Für die, die diese Online-Session eh erst im Nachhinein sehen, die denken sich so, hä, was meint er damit? Weil jetzt dürfte es nämlich nicht ruckeln. So in der Nachhineinaufnahme, weil der nimmt ja extern auf. Und da ist es schon. Und ja. Den großen München immer auf den kleinsten Jäger, ne? So sind sie, die Großen. Das ist die alte Schulhofregel. Man geht immer auf den kleinsten. Mann, ich will doch bloß meinen Sound leiser machen. Der ist auf den Ohren nur so laut gewesen. Danke. Ich habe die Vermutung, dass mich Nibblesnuff gar nicht so leiden kann. Und unser netter Freund hat hier eine Falle gelegt. Ich glaube, die wirkte doch nicht bei Nibble. Das war übel. Na, zum Glück dreht er sich in die andere Richtung mit seinem komischen Sandwirbel. Das wäre für mich jetzt nicht so toll gewesen. Ja, nochmal großes Sorry an die Leute, die sich jetzt, wow, den Livestream angucken, dass das Ganze hier so ein bisschen ruckelt und rödelt. Nur, ich hätte ja auch die, wow. Oh, Neko ist dabei, super. Ich hätte auch die Dings machen können, die vom Streaming-Programm an sich, das... die Aufnahme, aber da wäre Qualitätsverlust gewesen. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher gewesen, ob das jetzt wirklich so toll wäre. Ich weiß es nicht. Ist ja nur ein Test jetzt hier gewesen. Vielleicht mache ich es demnächst mal ganz anders. Nämlich, ich lasse mich hier fressen. Von Nibble. Ja, natürlich. Und alle drei wollen es natürlich raussammeln. Super. Ja, Neko, da hast du recht. Das habe ich gar nicht gesagt am Anfang. Das stimmt. Mann, gut, dass er mich darauf aufmerksam macht. Wir haben ja sonst in Online-Sessions immer mit der Key zusammengespielt. Die ist aber zurzeit leider nicht, sagen wir mal so, in Reichweite. Die wohnt noch in der alten Stadt, weil wie viele wissen, bin ich ja umgezogen und so. Und die Key macht auch in der alten Stadt den Rest so gesehen. Wenn der abgeschlossen ist, dann kommt sie auch wieder her. Deswegen müssen wir jetzt die nächsten Online-Sessions, die nächsten drei, die jetzt kommen, heute Morgen und übermorgen, mal hier alleine durchziehen. Ne? Das ist aber nicht so schlimm. Die ist auch bald wieder dabei, keine Sorge. Die Key. Und wie man sieht, Nibblesnuff fängt hier schon derbe an zu hinken und ist tot. Einfach mal spontan umgefallen. So, dann bedienen wir uns mal an den restlichen schönen Nibblesnuff-Teilen, wie Haut und Skalp und Haut. Ja, ich werde mir auch in Zukunft nochmal ein neues Aufnahmegerät besorgen, beziehungsweise ich habe jetzt ein externes Aufnahmegerät. Ich glaube aber, ich greife zu einer Capture Card, damit ich Echtzeit aufnehmen kann, weil wie man hier schon merkt, glaube ich auch beim Stream, sehr, sehr zeitverzögert alles, weil das Aufnahmegerät, das externe, eine 3-sekündige Verzögerung zum Bild hat. Das bedeutet also, wenn ich jetzt irgendwas ausnehme und sage, boah, ich habe die Haut, dann, und ihr denkt dann so, okay, woher wusste er das? Hat das vorher gesagt? Nee, dann liegt es daran, dass das ganze Ding hier, ja, verzögert ist halt, ne?
Ich sehe es halt früher, beziehungsweise das Bild kommt bei euch später an. Ich meine, an sich, beim Livestream ist es ja an sich so, dass alles verzögert ankommt, aber da wäre der Ton wenigstens mit dem Bild noch, sagen wir mal, synchron. Da würde auch mein Ton erst, den ich spreche, hier verzögert bei euch ankommen. Aber egal, das sind alles Livestream-Probleme. Von denen werden diejenigen, die das Video hier auf YouTube sehen, gar nichts merken, so gesehen, weil das ja extern aufgenommen wird. Ich muss mal gucken, wie ich das zukünftig mache. Vielleicht werde ich dann doch Online-Sessions mit dem Stream-Programm gleichzeitig aufnehmen, dass er mir das auf die Platte schmeißt und dann so hochladen. Dann haben wir zwar beim bei den Online-Sessions Qualitätsverlust, aber dann ist die Performance hier ein Stückchen besser. So, was können wir denn als nächstes machen? Ja, wir könnten eigentlich hier die ganzen Dinger hier irgendwie hier das Gehirn zu Wyvern und so machen. Dann muss ich bloß die Infos im Nachhinein rausklatschen. Aber ansonsten haben wir ja nichts mehr, ne? Oh, hier doch Duramboros. Duramboros war Feuer, soweit ich weiß. Dann feuern wir es mal. Habe ich überhaupt eine Nahkampfwaffe, die Feuer hat? Ich bin mir nicht sicher. Nö, habe ich nur den Bogen. Den alten Pekko-Bogen hier. Na gut, dann ändern wir die Ausrüstungssätze auch wieder und zack. Im alten Glanz erscheinen wir. Und Neko schläft. Das ist ja Wahnsinn. Oh, jetzt ruckelt das auch schon hier bei mir. Aber das war die Konsole. Das habe ich gemerkt. So. Flutwaldnacht. Na super. Und Beschichtung habe ich hier wirklich alles drin. Ja, ich glaube, ich greife dazu. Ich werde, glaube ich, gleich, wenn wir hier fertig sind mit dieser Quest, auch die anderen Wyvern machen. Und dann wird die Information halt, diese Monster-Infos, die ich immer mache, kommen dann halt im Anschluss. Also, die werde ich dann irgendwie extern nochmal machen. Weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit dieselben Monster rumdingsen. Ja, Jäger Rang 1 sind wir ja fertig, soweit ich weiß. Lieber Neko. So, alle haben gebimmelt, dann geht's los. Die Bimmelbahn, alle bitte einsteigen, bitte dabei sein. Mitmachen. Denn wenn der Damm bricht, dann bricht er. Dann gibt's eine riesige Überschwemmung. Aber nur wenn er bricht. Anknacksen zählt dabei nicht. So, wir sind natürlich übelst schwach und nehmen uns wieder die ganzen Dinger. Und das war völlig umsonst. Aber ich habe es trotzdem gern gemacht. Einfach nur aus Prinzip. Weil deswegen. Hallo, Abtonot. Ich kick dich. So. Einfach mal nur. Just for fun. Nein, es hatte keinen tieferen Sinn, warum ich das getan habe. Sollte es auch nicht. Oh, wie schön. Wie eine kleine Ballerina. Denn, wie wir alle wissen, Duramboros wollte schon immer gerne Tänzer werden. Vorzugsweise im Ballett. So leider nie was draus geworden. Man hat in dem Monster immer nur das schrecklich bucklige Biest gesehen.
Es hat niemals Zuneigung gefunden. Armes Duramboros. Naja, wir lösen es von seinem Leid. Und hauen einfach Pfeile ins Genick, auf den Rücken, je nachdem. Weil durch unsere Gruppenkonstellation hier, weil wirklich, ja, wir Leute dabei haben, die recht übertrieben sind. Übertrieben meine ich im Sinne von viel zu starke Waffen und viel zu starke Rüstung. Wird das hier wirklich ziemlich leicht werden. Besonders wenn man wie Blaze und Neko, glaube ich auch, ja, Neko auch, hier Dios-Waffen benutzt. Mit Schleim-Effekt. Dann sollte das Ganze 0,nix fertig sein. Weil die Dios-Waffen doch leicht übertrieben sind. Also, aber nur leicht, ne? Sie sind wirklich recht stark. Oh, es dreht durch. Auf den Schweif! Das war gerade voll erfolgreich. Ich bin von mir selbst erstaunt, wie gut ich diesen Schlag ausgeführt habe. Ja, habe ich schon erwähnt, dass wir eventuell in dieser Online-Session den Offline-Quest weit vorausstoßen werden. Und es dreht sich. Seht mich an, ich bin eine wunderschöne Ballerina. Autsch, Autsch, Relay, danke. Das war doch voll unnötig, Mann. Ich hab hier Feuer, guck. Immer diese Leute. Hast du mal Feuer? Also wenn ihr Feuer braucht, ne, fragt hier Relay. Der hat's. So. Wow. Was ein spannender Kampf. Nein, ich beschwere mich ja nicht. Ich find's super, dass man überhaupt mal welche hat, weil der Livestream gestern, den ich aus Testgründen gemacht habe, der war etwas daneben. Da war nicht so viel los wie jetzt. Ja, naja, das Einzige, was mich halt ein bisschen ärgert an dem Ganzen hier, dass wir schon soweit jede Quest gemacht haben, dass wir wirklich den Offline-Quests ein bisschen... Da lag was. Den Offline-Quests ein bisschen vorausleveln. Ja, Relay. Das war so super. Ja, auf jeden Fall, dass wir den Offline-Quests vorausleveln und dann kann man mir nämlich hinterher sagen, ich rüste mich zu weit aus, also mach mir dann die durch diese Leute halt, ne, also ist ja klar. Das habe ich nämlich damals auch schon mit beobachtet. Monster Hunter, das ist halt schnell so, wenn man wirklich viel online macht, dann levelt man seine Fähigkeiten so gesehen rüber hinaus. Und dann sind die ganzen Monster offline total leicht, weil man ja dann Rüstungen und Waffen hat, die einen ein wenig, naja, nach vorne bringen, ne? Und das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Ich wollte eigentlich zeigen, dass man wirklich mit dem klarkommt, was das Spiel so bietet am Anfang, aber ich habe eine Online-Session versprochen und ja, die wollte ich jetzt eigentlich auch knallhart durchziehen hier. Alter, es sind schon 8000 Frames gedroppt. Das ist schon recht heftig. Liegt das an der Verbindung, dass das so ruckelt? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Egal. Schauen wir mal. Ja, Vulkan, das ist voll die schwierige Quest. Die machen wir natürlich erst zum Schluss. Weil, ne, geht nicht und so.
Er ist jetzt leicht blöd. Was haben wir denn bei den Einsterne-Quests? Alles. Das ja noch bekloppter. Komm, wir machen Arena-Quest. Arena-Quest, aber Zweikampf ist blöd. Maximal Teilnehmer 1. Mhm. Maximale Teilnehmer 1, 2, 4. Ist ja Barbariot. Oh, ist das ätzend. Das ist doch blöd. Deswegen renne ich im Kreis. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Yay. Ja, ich würde sagen, bringt alles nichts. Wir machen jetzt ein, ja, komm. Ich gehe nach Hause. Ich will nicht mehr. Nee, wir frühstücken das jetzt ganz ab. Wir machen jetzt den Wüstenwyvern. Heißt also Diablos. Anschließend muss Rathalos dran glauben. Und zum Schluss dann natürlich der Bariot. Oh, dann habe ich aber nachher viel zu tun. Da muss ich ja ganz schön viel nacharbeiten. Nun gut. Dann ist es wohl so. Und alle warten schon auf uns. Ja, Leute, ich bin ja schon da. So, ich frage mich ja wirklich, weil zurzeit ja hier keiner was sagt, ob der Ton auch hier stockt. Es würde mich gerne mal interessieren, ob im Livestream der Ton auch stockt. Weil das Bild, das ruckelt ja echt dermaßen. Es geht gar nicht. Nicht meine Schuld. Das sind die ganzen Programme, die offen sind. Es tut mir leid. Daraufhin essen wir erstmal was, ne? So muss das. So. Wir nehmen ein Moosschwein und einen Königskäse und hoffen, da kommt was Tolles dabei raus. Und zwar. Gar nichts. Yay! Also zumindest von den Effekten her. Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Nehmen wir jetzt. Den Felleinarzt. Oh, Gesundheit, Ausdauer, Angriff. War ja doch gar nicht so schlecht. So, und auch der Neko hat sich jetzt entschieden. Für sein Gericht, für sein Mahl. Deswegen, und fertig ist er. Super, dann geht's jetzt los wieder.